Ja, ärgerlicherweise hat er mich eben einfach so mitten aus dem Programm geschmissen. Das gefällt mir gar nicht. Keine Ahnung warum. Ja. Einfach nochmal probieren. Das kann ich die Mission nochmal von vorne machen, At ne? ease, Hell's Genau. Archers. We have numerous reports of Kilrathi still hiding in this system, and we are still trying to find their base of operations. The last few squadrons came up with Zip. The 544th got their latest patrol duty, and if we want to flush out the Kilrathi's main hideout, we've got a lot of area to cover. I will be dispatching several patrols to cover as much as possible. Assassin, Sandman, Night Eyes, and Fade, you will be Alpha. Your assignment is the Hermes far right flank in the Gamma Quadrant. You will fly a standard diamond patrol of these three nav points. The last nav point will be the Krieger jump point. Once you are done, return to the Hermes. Bravo Wing will be. Das ist ärgerlich. Ich bin eben schon eigentlich eine Runde geflogen und da wurde ich einfach, ja, mitten im Weltraum wurde das Programm einfach buff auf den Desktop wurde ich geschmissen. Ich probiere das jetzt einfach nochmal in der Hoffnung, dass das nicht, wie sagt man, reproduzierbar ist, dass das abstürzt, das wäre sehr unschön. Wenn das reproduzierbar jetzt sein sollte, dass das abstürzt, wäre das natürlich sehr unschön. Hätte ich jetzt auf die Schnelle auch keine Idee, warum das denn so ist. Die Stachelschweine. Oh, weiter geht's, ja. Ja, zu einem anderen Navigationspunkt sollen wir hin? Ja, so, okay, machen wir. Ja, ich hoffe, dass das nicht abstürzt wie eben. Machen wir. Auf geht's. Eigentlich schon schön zwei Abschüsse gehabt vorhin, aber naja gut. Die hole ich mir glaube ich gerade wieder.
Jetzt scheint es stabil zu laufen. Das ist schön. Vielleicht, weil ich zwischendurch die Aufnahme beendet hatte, dann werde ich meine alten aufgenommenen Videos halt einfach canceln. Ist ja eh schlechter geflogen wie hier. Mal ein paar Raketen rausschicken hier. Bumm. Alpha, thanks for the assist. So, das hätten wir auch. Sekundärziel. We're fine. Meet Ninja. Ninja, meet your doom. Anscheinend mag das Spiel nicht, wenn ich die Aufnahme beende und dann später wieder starte. Ich bin da unterbrochen worden. Und ist mir das Spiel kurz darauf halt einfach abgestürzt. Dann lass uns hin zum Navigationspunkt 4 und dann schauen wir mal, was da jetzt noch so los ist. Area is clean. Relax a bit. Proceed to next waypoint. Oh. Ups, was war denn das? Wieso fliegt mir der Typ hier einfach in die Seite rein? Einfach so, bumm. Das ist ein bisschen unschön. Jo, hier geht jetzt die Post ab. Ich gehe jetzt mal hier auf die Dressy. Oh, der wäre dann schon mal weg vom Fenster. Geht die Post ab. Ja, nach wie vor babbel ich natürlich nicht so viel, weil ich hier gut konzentrieren muss. Sieben Abschlüsse habe ich. Hier kommen jetzt immer mehr, oder was? Durch den Jump Point. Bumm, der ist weg. Hier kommen gleich die nächsten hier. Ja.
Den habe ich. Tja. Bom. Ja, was machst du hier für Drehereien hier? Der fliegt mir aber vor der Nase lang. Ohne Rücksicht auf Verluste, dass er mich rammt. Was haben wir das Teil hier noch? Oder auch nicht mehr? Nehmen wir mal an, die beste Idee ist, wieder in die Triebwerke reinzugehen, oder? Tja, oder auch nicht. Ich kann hier im Moment nicht wirklich was ausrichten, weil das Ding zu dicke Schilder hat, oder was? Schütztürme kann man ein bisschen zerstören. Ja gut, machen wir das. Irgendwie verliere ich meine Leute hierbei. Schön da durchfliegen. Von der anderen Seite ran. Ja, jetzt aber weg von dem Teil. Okay, haben wir anscheinend geschafft hier. TCS Hermes Fighters, thank you for pitching them out for us. Armageddon, this is Fighter Patrol from the TCS Hermes. Thank you for your assistance. We've been pursuing these cats for the past couple of days. You guys definitely get an assist in this one.
money, Pharos. We'll take it from here. Get this message along to your Captain Moran. Tell him that this makes us even. Hope you have a good friend. So, das lief dann wohl mal ganz gut hier. Alle Ziele erreicht und so. Das ist doch mal eine nette Sache. Hier eben. No matter the time or day, I always believe that no routine patrol is ever routine. What you guys experienced today reaffirmed my beliefs. Intel filled us in on the new fighter you encountered today. It's a new type of super heavy fighter. Some of you guys have already come up with some rather inventive names for it, but the official code name is Sorthak. Probably the first Kilrathi fighter in which the rear has as many guns as the front, and its speed and maneuverability rivals even the Hellcat. I don't want to see this thing mass-produced, if you catch my drift. The bad news is that, while we encountered this new Kilrathi fighter and ran into several other Kilrathi patrols, we're still unable to find the Kilrathi's main ship in this system. If anything, those two cruisers you guys helped take down were reinforcements. For the good news, the Armageddon has been sent from the 3rd Fleet to reinforce Proxima's defenses. Her fighter wing will be taking over most of the patrol duties from now on. Judging by how she handled those cruisers today, I'd reckon she'll be a great assistant. For the meantime... Ach nö, ne? Wieso stürzt das ab? Das ist hart. Ich will hoffen, dass ich das jetzt nicht nochmal fliegen muss. Schauen wir dann mal. Und ja, bis dann.